Wir sind zurück in Kolding und Kolding wächst weiterhin richtig fleißig. Wenn wir uns das anschauen, wir haben bereits 90.000 Einwohner erreicht. Hier hinten sehen wir die Universität. Wir zahlen ein paar Stipendien, damit die Stadt weiter wachsen kann. Und sie ist gerade bei einer Bedarfsdeckung von 73%. Es wäre am coolsten, wenn wir bei über 80% wären, denn dann hätten wir den doppelten Boost hier oben. Aber wir sind auf einem sehr guten Weg, Kolding hier zur größten Stadt zu machen. Aber der Weg wird noch lange sein, denn wenn wir auf Hamburg schauen, dann sehen wir 819.000 Einwohner. Also da muss noch einiges kommen. Und da wird natürlich das Wichtigste sein, dass wir Kolding gut mit Waren versorgen. Nicht nur die Waren, die wir bisher hierhin liefern, dass das wirklich auch noch weiterhin ausreicht, sondern dass auch die neuen Waren hinkommen. Und da haben wir jetzt schon einiges installiert, was so langsam in eine gute Richtung geht. Denn in Næstved, in Kopenhagen, können wir bald neue Industrien eingliedern. Die Schienen sind auch bereits gelegt nach Kolding, sodass wir dann hier die Routen sehr schnell auch implementieren können. Und wir sehen hier oben, dass in Kristiania, und da hat Sven gesagt, das ist das heutige Oslo, was ich super cool finde. Das war mir nicht bewusst. Das finde ich super, super cool. Das heutige Oslo, hier werden wir das Ganze so vorbereiten, oder wir haben das schon vorbereitet, dass es so schnell wächst, dass wir hier bald Alkohol herstellen können, was dann auch hier nach Aalborg und dann nach Kolding gebracht werden kann. Auch hier sind die Schienen bereits gelegt. Also wir haben wirklich alles richtig gut vorbereitet. Eine Sache habt ihr angemerkt, und das können wir nochmal machen in der Zeit, wo wir hier darauf warten, dass diese Städte auf die nächste Stufe kommen. Wir hätten hier die Holzroute gar nicht so einrichten brauchen, wie wir sie eingerichtet haben, denn wir haben ja eine Stoffroute, die von Heimstad nach Kolding geht und von Kolding zurück. Und der Rückweg ist in der Regel oder wird in der Regel nicht ganz so viel Waren mitnehmen als auf dem Hinweg, weil wir ja so viel Stoff hier drüben brauchen und so Sachen wie Papier und so weiter ja hier in Heimstad gar nicht gebraucht werden. Das heißt, wir hätten diese Route wahrscheinlich gar nicht gebraucht, also diese einzelne Holzroute, weil die hier auf dem Rückweg dann hier noch hätten anhalten können und was mitnehmen können. Das wäre insgesamt effizienter. Allerdings wissen wir natürlich nicht, wie sich das langfristig auswirkt, wie viel mitgenommen wird. Ja, jetzt sehen wir natürlich, auf diesem Weg zum Beispiel passiert gar nichts. Und deshalb würde ich mit euch einen Kompromiss finden wollen. Und zwar würde ich jetzt nicht diesen Bahnhof und diese Route hier abreißen, die wir gebaut haben. Denn ich könnte mir vorstellen, dass wir früher oder später tatsächlich einen eigenen dedizierten Holzzug brauchen. Aber ihr habt vollkommen recht, dass es zum jetzigen Zeitpunkt deutlich effizienter wäre, wenn wir das anders handhaben. Und aus diesem Grund würde ich einfach die Linie, die wir hier haben, wegnehmen und die Stoffroute bearbeiten, dass ich hier Holz mitnehme auf dem Rückweg. Und dann sind wir, glaube ich, auf einer guten Ebene und können jederzeit, wenn wir irgendwann sehen, okay, das reicht einfach nicht oder das Halten hier nimmt uns zu viel Zeit weg, dann können wir immer noch eine eigene dedizierte Holzroute einrichten. Wir warten mal ganz kurz ab, dass das Holz hier noch abgeliefert wird, damit wir ein bisschen Geld noch bekommen. Und dann löschen wir die Route und passen die andere Route an. Ich glaube, das ist ein guter Kompromiss, mit dem wir alle leben können. Und bis hierhin war die Route ja auch sehr profitabel. So, das heißt, wir gehen auf Pause und sagen hier, dieser Zug wird entfernt, die gesamte Linie wird entfernt. Und dann haben wir hier unsere Heimstad-Kolding-Route. Und die bearbeiten wir und sagen, ihr fahrt von Heimstad nach Kolding, von Kolding nach Fieska Station zu diesem Holzbahnhof und dann nach Heimstad. Und hier nehmt ihr natürlich im besten Fall Holz mit. Das ist ja klar. Wenn noch was übrig ist. Das sollte passen, das sollte alles automatisch jetzt funktionieren. Bestätigen. Und dann wird Holz nach Heimstad geliefert. Sehr schön. Können wir verhindern, dass er Holz hier mitnimmt, um es irgendwann nach Kolding zu bringen? Ich
hoffe mal, dass das nicht automatisch passieren würde. Falls wir das irgendwann bemerken, müssen wir da nochmal eingreifen. Okay, wunderbar. Das sieht doch ganz gut aus. Das bedeutet, wir haben hier die etwas ineffizientere Route ausgemerzt, haben aber die Route oder die Strecke allgemein gelassen, damit wir jederzeit später noch einen Zug raufsetzen können, falls wir meinen, wir brauchen hier einfach nochmal, ja, wir brauchen hier nochmal eine Entlastung der Strecke und so weiter. Und können jetzt tatsächlich einfach abwarten, dass hier diese Städte auf 40.000 Einwohner kommen. Und das ist ganz, ganz knapp an der Grenze gerade. Es ist sehr, sehr schön anzusehen. Was natürlich auch erwartet wird von mir, ist hier oben das Wachstum. Aber das dauert noch ein bisschen. Da sind wir erst bei 24.000. In der Zwischenzeit können wir nochmal kurz in die Forschung reingehen. Und schauen mal, was wir hier noch nicht erforscht haben. Ja, fast alles. Diese drei Forschungen sind die letzten drei, die übrig bleiben. Und hier unten bekommen wir die Kosten für die Fortbildung ein bisschen günstiger hin. Das heißt, wir gehen erstmal hier rauf, machen dadurch die Saboteure günstiger und gehen dann hier rauf und haben dadurch das Personalbüro nochmal ein bisschen entschlackt. Sehr, sehr schön. Hier oben gibt es Probleme mit Versorgungstürmen. Da habe ich anscheinend welche vergessen einzubauen. Sogar einige. Dann machen wir das eben. Hier habe ich überall Versorgungstürme vergessen. Das machen wir eben. Ich glaube, das sollte passen. Hier haben wir auch keinen. Ja, hier haben wir auch keinen. Wunderbar. Das wird ja immer sehr, sehr plakativ angezeigt. Das gefällt mir gut. Ja, sehr schön. Gefällt mir. Und jetzt haben wir hier in Kopenhagen und in Næstved tatsächlich die Situation, dass die Stadt auf die nächste Stufe wächst. Und wir sind mittendrin. Wir sind mittendrin statt nur dabei. Schaut es euch an, wie die Stadt jetzt in die Höhe springen wird. 39.884 Einwohner. 39.982 Einwohner. Und wir warten ganz kurz und in jeder Sekunde werden wir hier den magischen Schritt erleben. Und da ist er. Da ist er. Wir sehen, die Stadt ist sogar organisch gewachsen. Und da haben wir das Ding. Sehr schön. Ich gehe kurz auf Pause. Kopenhagen ist gewachsen und Næstved ist gewachsen. Jetzt können wir nämlich einiges einrichten. In Aalborg haben wir gerade das Problem, dass wir bei 100.000 Einwohnern nicht weiterkommen, weil da eine Universität fehlt. Und da würde ich sagen, lass uns gerne mal eine Universität bauen. Natürlich hilft das nicht so hundertprozentig dabei, Kolding zur größten Stadt zu machen. Aber ich bin einfach mal so zuversichtlich und sage, dass wir Kolding trotzdem besser beliefern werden. Auf kurz oder lang. Damit das schneller wächst. Und dann werden wir jetzt hier die nächsten Sachen reinbauen. Kolding braucht vor allem Milchprodukte. Hier. Und dann müssen wir uns entscheiden, ob wir auf Keramik oder Chemikalien gehen. Beides brauchen wir gleich häufig. Das heißt, die Effizienz ist gleich hoch, egal was wir mitnehmen. Und wenn wir auf Chemikalien schauen, dann wissen wir brauchen nur ein bisschen Kohle. Bei Keramik brauchen wir Kohle und hier oben Ton. Nee, Lehm. Lehm ist das. Das ist ein bisschen aufwendiger. Von daher würde ich, glaube ich, beginnen mit einer Chemiefabrik. Ja, ich glaube, das können wir machen. Und zwar in Kopenhagen, denn wir haben gesagt, die Milchprodukte holen wir uns hier in Næstved. Das bedeutet, wir gehen in Kopenhagen rein und bauen eine Fabrik, und zwar eine Chemiefabrik. Die bauen wir mal hier dahinter. So. Wir brauchen Chemikalien gerade nur in Kolding. Naja, und in Aalborg natürlich. Da können die Überbleibsel dann hingeliefert werden. Das bedeutet erst einmal, dass wir hier im Lager Chemikalien einstellen könnten. So, das ist der erste Schritt. Und dann könnten wir hier, oder dann müssen wir hier, die Fabrik auch nochmal ein bisschen upgraden. Damit wir jedenfalls aufs Erste gerechnet
beide Städte versorgen können. Auf 3,2, das wäre eine kleine Überversorgung. Aber es wäre erstmal zukunftssicher, deswegen machen wir das. Wir brauchen 1,6 Kohle. Kohle bekommen wir von hier, von der Knutzenmine. Das bedeutet, die kaufen wir, darüber haben wir letztes Mal geredet, immer erst kaufen und dann anschließen, weil sie dann natürlich günstiger sind. Weil gerade diese Mine natürlich keinen Profit macht. Minus 5700 Profit, weil einfach nirgends Kohle gebraucht wird. Jetzt können wir das Ganze nach Kopenhagen liefern und ich überlege, ob wir einen weiteren Bahnhof bauen sollten für die Kohle. Wir können uns hier irgendwo anschließen, wo wir bereits irgendwo anders angeschlossen sind. Das hier geht nach Nestved rüber. Das hier geht nach Kolding. Und auf der anderen Seite geht das nach Halmstad. Also es ist schon ein bisschen befahren, auf jeden Fall auf dieser Seite. Ja, ich wüsste nicht, was dagegen spricht, nochmal einen zweiten Bahnhof zu bauen. Spricht eigentlich nichts dagegen. Wir haben ja auch das Geld und da kann man auch mal Investitionen machen, mittlerweile, zum jetzigen Zeitpunkt. Und dann bauen wir hier auch einen Bahnhof hin. Und dann verbinden wir die beiden. Über diese schnellste Route, die gefällt mir sehr gut. Wir bauen die. Wir gehen ins Parallelgleis rein. Wir bauen einen Weichenkopf. Wir bauen noch einen Weichenkopf. Und bestimmen die Richtung. Sehr schön. Und dann brauchen wir natürlich noch einen Versorgungsturm. Sehr schön. Ja, wo die gewartet werden, ist eigentlich egal. Wir bauen mal hier ein Wartungsdepot hin. Und dann kann hier tatsächlich genügend Kohle geliefert werden. Wir schauen mal ganz kurz, wie viel Kohle wir brauchen. Also hier haben wir unsere Chemikalienfabrik. 1,6 Kohle brauchen wir pro Woche. Ich sehe gerade das Bier hier. Könnten wir auch mal kaufen. Ist gerade teuer, aber wir haben ja das Geld. Komm, kaufen wir auch mal. Was willst du denn mit diesem? Sehr schön. Also 1,6 brauchen wir die Woche. Wie viel wird hier produziert? 1,5. Da wir hier nicht in der Vollproduktion sind, reichen die 1,5. Das bedeutet, wir setzen einen Zug ein von Knutzenrast nach Kopenhagen 2. Das werden wir gleich natürlich nochmal umändern in Kopenhagen Süd, denke ich mal. Also das ist Cargo, Kohle nach Kopenhagen Süd. Machen wir mal so. Das hier ist einfach Kopenhagen. Achso, das müssen wir nochmal einsetzen schnell. Okay, da kommt die G&M American rauf. Wunderbar, das reicht. Gemäß den von dir gemachten Einstellungen kann deine Zuglinie am Bahnhof von Kopenhagen 2 keine Aktion durchführen. Gemäß den von mir gemachten Optionen kann er hier keine Aktion durchführen. Also, wir haben ihn eingestellt von der Kohle nach Kopenhagen 2. Und wir brauchen die Kohle. Ich bestätige das. Das wird schon laufen. Das wird schon laufen. Vielleicht, weil wir noch keine Kohle brauchen, sondern jetzt erst dadurch, dass wir die Fabrik gebaut haben und immer noch auf Pause sind. Das könnte sein. Okay, also wir haben jetzt hier den Zug. Ich würde tatsächlich ganz gerne die Bahnhöfe umbenennen. Kopenhagen Cargo Südbahnhof. Südbahnhof. So. Und das hier oben ist Kopenhagen Hauptbahnhof. Da haben wir auch ein bisschen Personenverkehr und so weiter. Sehr schön. Okay, das gefällt mir. Da sind wir erstmal auf einem Nenner. Das heißt, es wird hier schon ein bisschen
Kohle rübergebracht in die Chemiefabrik und dann kann hier nämlich ein Zug eingesetzt werden von Kopenhagen Hauptbahnhof nach Kolding Cargo Ost. Und da haben wir bereits die Linie gebaut. Genau, die kann hier einfach ungehindert hin und her fahren. Und diese Linie wird natürlich vorzüglich Chemikalien bringen. Im besten Fall kein Holz, kein Getreide und kein Bier. Das brauchen wir alles nicht. Passagiere sind jetzt die Frage. Soll das eine Rhein werden? Wollen wir hier eine Rhein hin und her fahren lassen? Ich würde sagen nein, denn wir haben ja eine Expressroute nach Nestved und dann könnte ich hier umsteigen und rüber nach Kopenhagen fahren. Das wird keine Expressroute, also es wird tatsächlich nur eine Route, die in die eine Richtung Chemikalien bringt und in die andere Richtung, ja, meinetwegen alles, was die Stadt braucht. Das ist mir eigentlich egal, was aus Kolding rauskommt, denn das sind ja nur die überschüssigen Waren, die aus Kolding rauskommen. Aber ich möchte nicht, dass Kopenhagen Kolding beliefert mit Waren, weil es dann für uns schwerer wird zu sehen, haben wir genug Holz aus dieser Station hier? Und es ist natürlich auch maximal ineffizient, wenn jetzt von hier Holz nach da kommt und dann nach Kolding. Was wäre noch ineffizient? Bier, Zucker wäre ineffizient, Stoff aber auch, Milch und Gemüse auch. Und Chemikalien auch. Also eigentlich kann nur Bekleidung und Papier gesendet werden. Warum ist der Rest ineffizient? Klar, wenn wir Zucker bräuchten, können wir von hier Zucker holen oder Gemüse. Das heißt, es wird nur, in die eine Richtung werden nur Chemikalien geliefert, in die andere nur Bekleidung und Papier. Das heißt, es wird keine stark ausgelastete Strecke werden. Und deshalb ist das hier Cargo Kopenhagen nach Kolding. Wir können hier auch gerne nochmal Fracht einstellen. Das wird eine G&M American. Und da reicht erstmal eine. Wir brauchen nicht viel. Wir brauchen einfach ein bisschen Chemie, was hier rübergebracht wird. Und wenn wir dann hier ein bisschen Kleidung, Papier haben, kann das nach Kopenhagen gebracht werden. Das ist doch vollkommen in Ordnung. Okay, das heißt, wir haben die Strecke hier eingerichtet. Dann brauchen wir hier natürlich in Nestved, brauchen wir noch eine Molkerei. Hier ist sie. Und die stellen wir mal hier direkt daneben. Ich finde es immer schön, wenn die Industrie nah beieinander ist. Einerseits, damit man sich nicht so viel Platz wegnimmt. Und auf der anderen Seite, weil ich das mag, dass man halt dann so Industriegebiete hat. Und dann schauen wir mal nach, wie viel Molkerei-Kram wir brauchen. Da es schon einige Städte geben wird, machen wir das Ganze mal mit den Warenströmen. Nee, Kopenhagen und Nestved brauchen noch keine Molkerei. Noch keine Milchprodukte. Nur hier oben. Also wir brauchen eigentlich zwei Milchprodukte, die wir produzieren. Einen für Kolding, einen für Aalborg. Dann können wir hier auch schon mal reingehen in das Lager und sagen, komm, Milchprodukte werden jetzt hier auch geliefert, auch gelagert. Sehr schön. Und dann werden wir hier die Molkerei nochmal aufwerten, wenn wir noch das Geld dafür haben. Auch auf 3,2. Schon mal zukunftssicher sein. Das bedeutet, wie viel Milchprodukte brauchen wir? 3,2 Milch müssen wir hier rüberbringen. Hier produzieren wir 6,4. Das sollte erstmal ausreichen. Und wir haben ja auch hier schon alles gebaut. 3,2 brauchen wir.
Und hier ist irgendwas nicht in Ordnung, ihr seht das. Hier gibt es keinen Weg zurück, wie ich es sehe. Lass uns das nochmal kurz anschauen. Was ist das Problem? Warum fährt er nicht über diese Gleise hier drüben? Die müssen wir uns jetzt einmal anschauen. Er hat sich hier in der Mitte angeschlossen. Und der kommt nicht in die Mitte. Der geht hier ja nicht in die Mitte rein. Und hier schließt er sich in der Mitte an, weil er natürlich nach Cargo Ost muss. Okay, wir schauen uns mal ganz kurz an, wie die Routen hier sind, die wir bisher eingerichtet haben. Das ist nur Milch nach Kolding. Das ist nur diese Strecke. Gut, wenn das die einzige Milchroute ist, die wir momentan haben, dann brauchen wir das ja hier nicht so durchführen, wie wir es durchgeführt haben, sondern dann schließen wir uns hier an der Seite an. Und zwar einerseits hier und andererseits hier. Und dann stellen wir noch die Richtung ein. Und dann sollte es jetzt funktionieren. Also, wir haben jetzt Nestwed, Milch nach Nestwed, und das funktioniert jetzt wunderbar. Und da machen wir natürlich auch eine Frachtroute raus. Wir sagen, bitte mit Kühlwagen. Fleisch und Mais wird ja eh nicht geliefert, weil es keinen Sinn ergibt. Von daher ist das hier ein guter Austausch, diese beiden Strecken. Das gefällt mir gut. Und wir brauchen 3,2 die Woche. Ich glaube, es reicht erstmal ein Zug. Der fährt 9,8 Tage. Und beliefert 7. Und wir brauchen 3,2. Das sollte passen. Das sollte mit einem Zug erstmal passen. Das ist Cargo-Milch. Das ist Cargo-Milch nach Nestwed. Wunderbar. Bestätigen wir. Und dann brauchen wir natürlich noch einen Zug, der von Nestwed nach Kolding fährt. Und dann hier die Käseprodukte liefert. Und hier gehen wir wieder auf Fracht und stellen unnötige Sachen aus. Fleisch könnten wir liefern. Dann hätten wir quasi eine zweite Fleischquelle und wären nicht nur auf Aalborg angewiesen. Die Strecke ist ähnlich lang, weshalb das auch nicht ineffizient wäre, wenn wir das so machen. Das können wir ruhig machen. Das können wir ruhig machen. Er würde aber dann die Milchprodukte priorisieren, damit wir dann nämlich hier, wenn wir Fleisch mitnehmen, nur dann Fleisch mitnehmen, wenn wir keine Käseprodukte mehr mitnehmen können. In Kolding machen wir dasselbe Spielchen. Alles, was halt ineffizient ist, weil wir es aus anderer Quelle besser bekommen, das nehmen wir nicht mit. Das heißt, Bekleidung ist eine Sache und Papier ist eine Sache. Bei Stoffen bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, da wäre es besser, in Kopenhagen ein Stofflager zu bauen. Von daher sollte das passen. Bei Milchprodukten haben wir auch mehr Einnahmen, wenn wir dann Kühlwagen ranhauen. Und da jedenfalls die eine Route entweder mit Milchprodukten oder mit Fleisch ist, was ja auch geboostet wird, gehen wir tatsächlich hier auf den Kühlwagen rauf und setzen erstmal eine G&M American ein. Und das hier ist die Route Cargo Nestwed nach Kolding. Sehr schön, bestätigen das Ganze. Ich glaube, wir sind hier auf einem sehr guten Weg gerade. Ich glaube, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Haben wir hier einen Versorgungsturm? Ja, hier hinten. Und Nestwed Kolding fährt dann hier über diese Spur. Ja, das will ich mir nochmal anschauen. Über welche Spur fährst du? Über die linke Spur. Denn die Mitte wird von Gemüse und Zucker belastet und die rechte ist die Kopenhagen-Spur. Das heißt, die Milchprodukte
teilen sich über eine lange Zeit die Spur mit den Milchprodukten. Hier hinten, aber auch hier vorne. Das könnten wir... Nicht hier vorne, nicht. Hier müssen wir nur einmal kurz warten. Da gehen wir auf die Mittelspur. Also hier vorne ist das in Ordnung. Hier drüben könnten wir das entschlacken, indem wir hier noch eine Brücke bauen und dann hier hinten reingehen. Das ist noch nicht notwendig, aber das können wir uns offen halten, falls es hier zu Staus kommen sollte. Aber da gäbe es noch Möglichkeiten zur Entschlackung. Wunderbar. Wir haben wieder unser gesamtes Geld ausgegeben. Ich gehe wieder auf Play. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Dann schauen wir uns mal an, wie das Ganze hier funktioniert. Es muss natürlich jetzt erstmal anlaufen. Und hier sehen wir auch, der Kohlezug fährt auch los. Wunderbar, das funktioniert. Das muss jetzt erstmal anlaufen, aber eigentlich funktioniert das schon ziemlich gut. Dann fahren wir mal mit bei dem Milchzug, würde ich sagen. Alle Mann einsteigen! Alle Mann einsteigen, es gibt ein schönes Milchbad. Und zwar, wenn ihr hinten einsteigt. Hier vorne beim Lokführer ist es ein bisschen angenehmer. Hier riecht es auch nicht so nach vergorener Milch. Ja, wenn man nicht die Milch immer gut ausleert und die Tanks, ja, säubert, dann ist es ein bisschen, eklig, aber effizienter. Weil wir dann schneller wieder auf die Schienen kommen können. Jetzt haben wir hier unseren schönen Brücken. Bereich. Ich mag das sehr gerne auch mit diesen Sandstränden hier. Dann kommen hier eher steinige Strände. Das ist sehr cool gemacht. Wenn man jetzt hier drüber fährt, das ist sehr, sehr schön. Ja, und das war wahrscheinlich der Milchproduktezug, schätze ich mal. Der jetzt wahrscheinlich ohne Milchprodukte losgefahren ist, weil wir natürlich noch keine Milch in Nestwied haben. Aber das wird sich gleich ändern. Wir fahren dorthin. Hier drüben, das ist der Zug für die Chemikalien, der hier gekommen ist. Und wenn wir hier in der Mitte gleich jemanden sehen, dann sind das die Züge, die Zucker und Gemüse bringen. Finde ich super cool. Schöne Stelle hier. Und die wird mit der Zeit auch immer mehr ausgelastet werden. Weil es wird ja nicht mit einem Milchzug irgendwann vorbei sein. Das wird nicht reichen. Und da sehen wir auch nochmal den Zuckerzug. Ja, er hat auch gerade nichts dabei oder nicht viel dabei, aber das passt. Hier hinten ist Stau. Hier hinten ist Stau. Da schauen wir uns gleich mal an, warum das so ist. Aber gut zu wissen. Und dann fahren wir rein. Und zwar nach Nestwied. Ist es ein Versorgungsturmstau hier? Könnte sein. Die müssen wir gleich mal auf die Sprünge gehen. Aber jetzt heiße ich euch erstmal herzlich willkommen in Nestwied. Wie schön. Wir sind angekommen, ihr Lieben. Wir sind angekommen. Und dann schauen wir uns einmal kurz an, was hier los ist. Warum haben wir hier Stau? Weil du eine Panne hast. Ja, okay. Ja, okay. Das kann man nicht verhindern. Das passiert natürlich. Und die Strecke ist nicht lang. Das heißt, der Zug ist dann schnell dahinter. Ja, okay. Passiert. Passiert halt. Okay, hier oben haben wir noch Probleme. Also hier fehlt noch ein Versorgungsturm. Wir schauen mal kurz. Ja, also letztes Mal haben wir wirklich sehr wenig Versorgungstürme gebaut, wie ich gerade vermute. Ja, und hier wird noch keine Milch gebraucht, das wird sich aber gleich ändern. Und zwar 35.000 Einwohnern. Und da sind wir ja bald angekommen, von daher ist das in Ordnung. Sehr schön. Also das funktioniert. Kopenhagen ist gewachsen, Nestwied ist gewachsen, wachsen natürlich weiterhin stark. Hier die Mixroute wird wahrscheinlich auch mit der Zeit dann ein bisschen weiter bedient. Vor allem, wenn wir dann hier auch die Milchprodukte irgendwann in Nestwied und Kopenhagen brauchen. Aber erstmal geht es nur nach Kolding. Sehr, sehr schön. Also Kolding wird jetzt beliefert mit... Hier unten Chemikalien und Milchprodukten. Das sollte sogar so gut beliefert werden, dass wir das sogar noch nach Aalborg liefern können. Sehr schön. Und wir haben hier natürlich Mix Kolding Aalborg. Diese Route, die ja mittlerweile durchaus zur Cargo-Route werden dürfte, meiner Meinung nach. Dann bräuchten wir aber natürlich auch einen Austausch mit
Aalborg, was Passagiere und Post angeht. Und ich glaube, das ist sowieso überflüssig, dass wir hier mal eine Expressroute einrichten, weil Aalborg natürlich auch so eine große Stadt ist. 103.000. Das sollten wir uns nicht entgehen lassen. Das bedeutet, wir bearbeiten diese Zuglinie. Das wird keine Mixroute mehr, das wird eine Cargo-Route. Und wir machen zur Frachtroute. Und nehmen hier natürlich die Prioritäten raus. Also das ist natürlich Quatsch jetzt. Das haben wir damals gemacht, damit Passagiere nur dann mitgenommen werden, wenn wir keine weitere Kapazität mehr haben. Aber das ist jetzt natürlich Quatsch. Wir wollen alles mitnehmen. Quartalsbericht steigt. Wir sehen hier die Gesamteinnahmen steigen kontinuierlich. Das gefällt mir. Die Ausgaben sinken sogar. Sehr schön. Also da können wir sehr glücklich drüber sein. Dann haben wir hier die Route geändert. Da muss natürlich dann die G&M American wieder rein. Und dann können wir tatsächlich eine Expressroute einrichten zwischen Kolding und Aalborg. Jetzt ist die Frage, haben wir noch Gleise frei? Wir hätten sogar Gleise frei. Ja, dann nehmen wir auch sogar die freien Gleise. Und in Aalborg können wir das so bauen, dass die Schienen dann hier an der Seite vorbeigehen könnten, falls wir hier oben nochmal irgendwo einen Expressbahnhof bauen sollten. Das heißt, wir bauen hier einen Bahnhof hin und verbinden jetzt die beiden Routen. So, da müssen wir natürlich schauen, gibt es hier eine gute Möglichkeit, das Ganze hier zu unterqueren? Ja, gäbe es mit einem riesigen Tunnel, aber der Tunnel ist zu lang. Den können wir so nicht bauen. Ich schalte mal kurz die Höhenlinien ein. Also, man könnte natürlich sagen, der Tunnel hier wird nur kurz sein. Irgendwie so. Und dann bauen wir hier hinten halt noch einen. Irgendwie so. Das könnte man machen. Das könnte man machen. Jetzt wollen wir natürlich nicht so viel Steigung haben. Gerade bei einer Expressroute wollen wir das nicht. Jetzt haben wir hier -2% Steigung. Ist natürlich nicht so super hübsch. Aber wir kriegen es sogar auf -1% und das ist ein bisschen schicker. Ja, es ist halt nicht super hübsch, leider. Vielleicht können wir das hier noch ein bisschen angleichen. Ja, so wäre die Ästhetik auf jeden Fall besser. Besser gegeben, ja, definitiv. Jetzt ist nur die Frage, können wir diese ganzen kleinen Minitunnel noch wegmachen? Können wir. Mit einer 1%igen Steigung. Hier bräuchten wir den Doppeltunnel, damit wir nur bei -1% Steigung sind. 2%, 1%, -1%. Das funktioniert ja eigentlich ganz gut und deswegen machen wir das. Dann haben wir hier den Doppeltunnel. Ja, machen wir so und bauen wir. Und dann gibt es natürlich ein direktes Parallelgleis. Wunderbar, das sieht doch gut aus. Dann bauen wir einen Weichenkopf auf die eine Seite. Dann bauen wir einen Weichenkopf auf die andere Seite. Und die Frage ist, haben wir hier diesen Bahnhof so ausgebaut, dass wir hier warten? Nein, Restaurant und Postamt, weil wir hier ein Wartungsgebäude haben. Hier haben wir ein Wartungsdepot. Und hier hinten
warten wir Nestwed, glaube ich, oder? Ja, genau. Das heißt, wir brauchen hier auch nochmal ein Wartungsgebäude. Bei Aalborg, das sollte aber nicht das Problem sein. Wir bauen das auf diese Seite hin. Bauen das ein bisschen weiter weg. Und dann haben wir hier ein schönes Wartungsgebäude. Oder ein Wartungsbahnhof, besser gesagt. Hier kommt ein Weichenkopf hin. Und hier kommt dann jetzt auch der Versorgungsturm hin. Sehr schön. Dann warten wir hier natürlich immer, wenn wir einfahren. Wunderbar. Und dann haben wir hier die Möglichkeit, eine Expressroute zu bauen, die hier tatsächlich auch nochmal mit dem Postamt und mit dem Restaurant verstärkt wird. Wir bauen gleich eine Route. Wir haben jetzt erstmal den Cargobahnhof von Aalborg. Das ist Aalborg Cargo. Meinetwegen auch noch Bahnhof dahinter. Und hier haben wir Aalborg Express. Der Hauptbahnhof dann entsprechend. Der Express Hauptbahnhof. Und dann richten wir eine Zuglinie ein von Kolding Express nach Aalborg Express. Das ist RE Kolding nach Aalborg. Sehr schön. Und dann wird es natürlich hier eine Le Continent. Wir sagen nur Express, aber keine Postsäcke bitte. Und bauen einen Speisewagen ran. Und der fährt von Kolding Express nach Aalborg. Und will er sich dann schon warten? Oder fährt er nochmal? Ich würde sagen, er fährt nochmal. Nach Aalborg, dann hier rein und wieder nach Aalborg. Das heißt, wir nehmen hier nochmal die Passagiere weg. Hier nehmen wir beides weg. Und so sollte das Ganze funktionieren. Ich hoffe, dass das auch funktioniert mit dem Versorgungsturm. Ansonsten muss er hier häufiger reinfahren. Aber ich glaube, das passt soweit. Das heißt, wir haben hier eine schöne RE-Strecke eingerichtet. Sie wird eingesetzt. Und die wird in Kolding eingesetzt, genau. Das heißt, wir setzen jetzt hier auch nochmal von Aalborg eine ein nach Kolding. Und das ist Post. Kolding nach Aalborg. Das ist auch eine Le Continent. Wir gehen auf Express. Dann geht's wieder nach Aalborg. Dann geht's wieder nach Kolding. Dann geht's nach Aalborg in die Station rein. Und dann geht's von vorne los. Und hier nehmen wir nur Post mit. Sehr schön. Und hier, bevor wir warten gehen, natürlich nichts. Und das ist mit einem Postwagen zu machen. Bestätigen. Das wird viel Geld einfahren, diese Route. Ich bin guter Dinge, dass das cool wird. Hier werden natürlich dann noch mehr umsteigen können und so weiter, die nach Aalborg wollen. Oder von Aalborg, die dann, keine Ahnung, nach Gütersloh wollen oder die nach Nestwed wollen oder nach Kopenhagen, können dann hier über den Weg entsprechend gehen. Das passt doch soweit. Jetzt ist die Frage, haben wir noch eine Mixroute in Aalborg? Das gucke ich mir mal kurz an. Mix Aalborg, haben wir sowas? Nee. Nicht, dass ich wüsste. Nein. Okay, sehr gut. Das bedeutet nämlich auch, dass dann die Expressroute nicht ausgenutzt wird, um dann hier über eine Mixroute schneller nach Heimstad zu kommen oder so. Die müssen dann schon über Nestwed fahren. Das ist gut. Das gefällt mir. Dann geht es weiter. Dann haben wir diese Expressroute eingerichtet.
Hamburg mit Keuding verbunden, Keuding mit Aalborg, Keuding mit Nestwed. Ja, das ist, glaube ich, das sind erstmal die wichtigsten Routen. Man könnte natürlich Kopenhagen auch noch angliedern. Hier noch was reinbauen. Wäre natürlich kompliziert zu führen. Könnte man hier ins Parallelgleis gehen. Und dann hier durchfahren. Dann hätten wir die Route zwischen Nestwed und Kopenhagen auch ein bisschen entschlackt. Da fahren ja nur zwei Züge. Da gibt es natürlich einen regen Passagieraustausch gerade. Weil vieles über Nestwed läuft. Also alle, die nach Kopenhagen wollen oder nach Halmstad, das geht dann natürlich nach Nestwed. Oder andersrum, wenn jemand von Kopenhagen nach Kolding möchte. Das würde diese Routen ein bisschen entlasten. Die natürlich mit der Zeit immer frequentierter werden. Der Weg ist nicht lang, das heißt, es können nicht so viele Züge hier fahren. Könnten wir machen. Komm, wir machen das. Das heißt, wir bauen hier noch einen weiteren Bahnhof rein nach Kopenhagen. Und das wird ein Expressbahnhof. Ungefähr gleicher Abstand. Und wir haben hier Cargo Südbahnhof. Ja, wenn wir ehrlich sind, ist es eher Ost, oder? Es ist eher Ost. Cargo Ostbahnhof. Das ist so ein kleiner Bahnhof, deswegen einfach nur Ostbahnhof. Hier haben wir Cargo Hauptbahnhof. Und dann haben wir hier den Westbahnhof. Kopenhagen Express. Westbahnhof. Ich finde es auch gar nicht schlecht, wenn wir das Express West, wenn wir das in manchen Städten unterschiedlich benennen, weil das natürlich auch ein bisschen Immersion reinbringt, weil selbstverständlich auch in Deutschland, selbst innerhalb Deutschlands heutzutage es unterschiedliche Bezeichnungen gibt. Wahrscheinlich nicht auf professioneller Ebene, aber wie jetzt Bahnhöfe genannt werden und so weiter. Und hier müssen wir natürlich auch nochmal kurz das Ganze umbenennen in Kopenhagen Ost. Wunderbar. Dann haben wir das. Dann haben wir das. Perfekt. Gefällt mir. Dann richten wir eine Route ein. Und ich würde behaupten, in Kolding. Gehen wir auf dieselbe Spur wie Nestwed. Wir gehen auf dieselbe Spur wie Nestwed. Aber auch wirklich nur, wenn wir drin sind, wenn wir angekommen sind. Okay, wir gehen hier erstmal raus. Gehen im besten Fall an den Versorgungsturm. Und dann haben wir hier ein schönes Parallelgleis. Haben wir hier ein schönes, schönes Parallelgleis mit der Nestwed-Route. Ja. Und schließen das hier hinten an. Dann gucken wir mal, was wir machen können. Also, wir können hier dann abbiegen und hier drunter durchfahren. Wie cool ist das denn bitte? Wie cool ist das denn bitte? Ich weiß natürlich nicht, ob es das Bild dieser schönen Brücke kaputt macht, aber wir können uns das ja anschauen. Abreißen können wir es ja jederzeit. Ja, das gefällt mir. Das gefällt mir. Bauen wir. Und da schauen wir uns an, wie die Brücke jetzt hier aussieht. Ja, kann man machen. Macht die Brücke jetzt nicht hässlicher, muss man sagen. Sehr, sehr schön. Und dann gehen wir hier natürlich in ein Parallelgleis rein. Für den Rückweg. Sehr schön.
und gehe noch hier an den Versorgungsturm ran. Und dann geht es hier wieder rein. Das heißt, die nutzen halt wirklich nur hier in Kolding dasselbe Gleis. Ansonsten sind sie komplett separiert. Wunderbar. Das müssen wir wahrscheinlich hier hinter auch noch einstellen nach dem Versorgungsturm. Nein, hat er komplett übernommen. Sehr, sehr schön. Ach, das sieht doch großartig aus. Hier brauchen wir noch einen Weichenkopf und ja, auch einen Wartungsbahnhof, weil wir jetzt einen extra Bahnhof gebaut haben, anders als in Nestved, wo wir an den einen bestehenden Bahnhof rangegangen sind, sodass sich das hier auch maximal lohnt. Gehen wir hier einmal ran. Gehen hier ins Parallelgleis natürlich ran. Sehr schön. Dann geht's hier rein. Einmal so. Und einmal so. 49 Stundenkilometer ist natürlich nicht mega schnell, aber es ist schon in Ordnung. Vor allem, wenn wir dann hier auch den Versorgungsturm einrichten. Wir brauchen auch hier einen Weichenkopf. Sehr schön. Und dann brauchen wir hier natürlich ein Wartungsdepot, wo gefühlt immer gewartet wird. In dem Bahnhof selber brauchen wir natürlich auch wieder ein Postamt. Wir brauchen ein Restaurant und können jetzt die Routen einrichten. Wir sollten alles getan haben. Kopenhagen nach Kolding. Nach Kopenhagen warten gehen und dann geht's von vorne los. Das Ganze ist Express mit der Le Continent. Das ist eine RE von Kolding nach Kopenhagen. Kolding, Kopenhagen, wunderbar. Und wir hauen den Speisewagen ran. Ist eine lange Strecke, deswegen warte ich lieber einmal mehr als einmal zu wenig. Und dann kann er hier auch die Sachen auffüllen. Ja, das sollte passen. Ist eine lange Route. Ist nicht zu vergleichen mit dieser Route hier. Und dann brauchen wir natürlich auch Post von Kolding nach Kopenhagen. Das ist Post Kolding nach Kopenhagen. Und das wird eine Le Continent mit einem Postwagen. Express bitte. Und dann wartet er sich schon. Und wir wollen hier nur Postsäcke mitnehmen. Wunderbar. Das heißt, wir haben jetzt eine Expressroute nach Aalborg, wir haben eine Expressroute nach Kopenhagen, Nestved und Hamburg. Also alle Städte, die um Kolding herumliegen, haben jetzt eine Expressverbindung. Genauso wie bei Hamburg. Hamburg hat auch in alle Städte, die drumherum liegen, eine Expressverbindung, was extrem cool ist, weil das natürlich dann hier das auch sehr einfach macht, wenn jemand von zum Beispiel von Aalborg nach Magdeburg möchte, muss er halt nur zweimal umsteigen. Das ist sehr, sehr angenehm. Und ist halt dann trotzdem auf den schnellen Strecken auch unterwegs. Sehr cool, das gefällt mir. Also, wir haben weitere Expressrouten eingerichtet und hier neue Fabriken eingerichtet, damit Kolding noch weiter wachsen kann. Wir schauen uns das an. Wir sind jetzt beim doppelten Wachstum. Wir haben 83% Versorgung und sehen auch, dass jetzt auch so langsam Milchprodukte reinkommen. Milchprodukte kommen rein, Äpfel werden wieder mehr. Salz ist da, Papier. Natürlich auch Chemikalien sind noch nicht angekommen. Sollte aber gleich das erste Mal der Fall sein, schätze ich mal. Wo ist denn die Route? Wo ist denn die Route? Also, wir haben hier die Chemikalienroute. Kopenhagen.
Colding, hier. Du bist die Route, die ich haben will. Ja, wunderbar. Du hast Chemikalien dabei, lieferst sie jetzt ab. Sehr, sehr cool. Also Colding wächst und gedeiht. So wie wir es haben wollen. Perfekt. Was ist gerade noch ein Problem? Ja, die Früchte. Aber auch da muss man sagen, wurden gerade welche geliefert. Das steigt jetzt mittlerweile. Das passt soweit. Milchprodukte müssen wir mal im Auge behalten. Sollte aber auch passen. Salz passt. Möbel passen. Sehr, sehr schön. Das Einzige, was gerade noch fehlt, ist Keramik. Wir stellen bereits Keramik her in Bremen. Bremen ist natürlich nicht so super weit. Man könnte auch eine Strecke von Bremen nach Colding führen. Aber ich befürchte, dass wir Keramik selbst auf der höchsten Stufe, wir sind schon auf der höchsten Stufe, dass das noch nicht mal für Hamburg reicht. Ja, Hamburg braucht alleine 8 Keramik. Hamburg braucht alleine 8 Keramik. Okay, da sind wir dann natürlich sehr, sehr schnell an der Grenze. Weshalb ich sagen würde, lass mir Bremen aus dem Spiel und gucken mal, ob wir hier irgendwo Keramik herstellen könnten. Ja, also in Nestwed könnte man, oder in Kopenhagen könnte man natürlich auch noch Ton hinführen. Man könnte aber auch sagen, Heimstad bekommt noch so eine Fabrik. Wobei sich das auch sehr falsch anfühlt, weil hier sehr viel über Heimstad läuft. Ich glaube, Kopenhagen wäre tatsächlich ein guter Ort, wo man dann nochmal eine zweite Produktionsstätte einbaut, wo man auch die Kohleroute nutzen kann, die man schon hat. Dann führen wir dann Keramik hier runter, denke ich mal. Was könnte man noch machen? Man könnte sie nach Kristania führen, aber das ist auch ein schöner Umschlagsort. Hier kommt dann natürlich auch bald Alkohol dazu, wenn wir hier bei 40.000 sind. Das ist auch sehr, sehr cool. Und wichtig ist, dass Heimstad weiter wächst. Da sind wir bereits dabei, weil wir sonst nämlich das Stofflager hier nicht weiter ausbauen können. Wir haben zu wenig Stoff in Colding. Da brauchen wir 40.000 Einwohner, um das hier upgraden zu können. Also von daher passt das soweit. Das sieht eigentlich alles ganz gut aus. Ja, das sollte passen. Kassel, Frankfurt und Gütersloh haben jetzt ihren Zenit erreicht in der Verbindung, die wir hier gebaut haben. Kassel hat eine Einwohnerzahl von 81.000, was extrem schön ist. Frankfurt von 73.000, Gütersloh auch von 73.000. Also dieses Dreieck gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Klar, Weimar und Dresden, denen geht es jetzt nicht so super gut. Aber auch hier können wir natürlich sagen, Dresden schon am Wachsen, wird auch auf 40.000 kommen. Von daher funktioniert das alles eigentlich ganz gut. Berlin, Stettin, Magdeburg. Ja, Magdeburg würde sich natürlich auch anbieten, wenn man das hier nochmal ein bisschen ausbauen würde. Da müsste einfach nur Getreide hingeliefert werden oder Zucker, damit es wächst. Und da könnten wir eigentlich diesen Zucker anschließen. Denn wenn Magdeburg wächst, dann wird natürlich auch die Expressroute hier ein bisschen geboostet und die Routen hier zwischen Berlin und Hannover und Magdeburg. Und das ist ja wirklich einfach zu machen. Da brauchen wir eigentlich nur einen Zuckerzug, um das hinzubekommen. Und meinetwegen können wir das deshalb gerne machen. Sehr schön. So. So haben wir doch eine schöne Strecke. Und dann bauen wir ein Parallelgleis. Wir bauen einen Weichenkopf. Wir bauen auf der anderen Seite auch einen Weichenkopf. Sehr schön. Wir stellen die Richtung ein. In die Richtung und in die Richtung. Wir bauen einen Versorgungsturm. Und sagen, Zucker soll geliefert werden nach Magdeburg. Wir brauchen nicht viel Zucker in Magdeburg. Aber wir könnten ja auch Magdeburg, Berlin und Hannover beliefern lassen. Das bedeutet, ein Zug sollte dann doch reichen. Also
auch effizient sein. Das ist Zucker nach Magdeburg. Ups, nach Magdeburg. Das sind GNM American, die wir hier einsetzen werden. Bestätigen wir. Und in Magdeburg können wir dann nämlich auch sagen, komm, wir bauen hier nicht nur ein Wartungsdepot rein, sondern auch eine Lagerhalle und dann lagern wir hier unter anderem Zucker. Dadurch werden dann die Routen nach Berlin und nach Hannover ein bisschen mehr. Ja, ein bisschen mehr belastet. Und wir liefern hier nochmal ein bisschen mehr Zucker. Das ist doch gut. Wir kaufen auch mal den Zuckerlandbahnhof oder den Landbetrieb. Allgemein wäre es schön, wenn wir hier irgendwann alle Betriebe auch noch eingegliedert haben. Das können wir uns gerade natürlich nicht hundertprozentig leisten. Aber trotzdem schön, wenn wir so ein bisschen drauf hinarbeiten. Kolding jetzt bei 113.000 Einwohnern wächst schneller als Aalborg, die nur bei 116.000 sind. Und ja vorhin deutlich größeren Vorsprung hatten. Das heutige Oslo wächst auch sehr stark. Ist dann auch bald bei 40.000, sehr schön. Kopenhagen auch schon bei 50.000. Nestwed bei 60.000. Wann könnten wir denn Keramik reinbauen? Wann könnten wir hier das nächste Gebäude errichten? Wird uns nicht angezeigt. Ich weiß es leider nicht mehr. Bei 90.000. Okay, bei 90.000 ist noch ein weiter Weg. Ich wusste jetzt nicht, ob 60.000 oder 90.000 waren. In Dresden haben wir eine Panne. Und da bauen wir einfach mal in Weimar ein Wartungsdepot rein. Sehr schön. Okay, das funktioniert alles gut. Wir können nochmal in die Forschung gehen und die letzte Forschung machen. Reduziert die Kosten für den Gleisbau um 5%. Und jetzt haben wir nichts mehr zu erforschen, aber wir sammeln weiterhin Forschungspunkte. Und wenn wir dann in die nächste Epoche kommen, und zwar im Jahr 1850, dann können wir hier die Forschungspunkte sehr schnell investieren. Dann haben wir hier nicht nur eine bessere Frachtroute, sondern können auch die Rhein sehr schnell ersetzen. Die Frage ist, wann kommt der nächste Expresslok hier hinten? Die Hulda mit 79 Stundenkilometer. Okay. Das sieht doch alles sehr, sehr gut aus. Jetzt sparen wir hier natürlich ein bisschen was an. Panne, Wartung benötigt. Welcher Zug ist das hier? Hamburg nach Kolding. Ja, das darf natürlich nicht passieren. Ja, denen geht's allen nicht so richtig gut. Das heißt, wir warten die schon nach einem Durchlauf. Kolding-Hamburg, Kolding-Wadewitz. Und mit der Post machen wir selbiges. Hamburg-Kolding. Hamburg-Kolding, Wadewitz, Kolding-Hamburg. Bestätigen. Da müssen die früher in die Wartung rein. Ja, ich hätte jetzt gedacht, der Weg ist nicht so weit. Aber das ist ja in Ordnung. Das ist ja in Ordnung. Hier oben ist es noch die Milchroute. Aalborg ist gewachsen. Gefällt mir. 120.000 Einwohner. Kolding auch bei 120.000. Sehr stark. Und damit ist Kolding jetzt auch eine Stufe 6 Stadt. Die höchste Stufe, die man erreichen kann. Sehr schön, aber unser Ziel ist ja, dass Kolding größer wird als Hamburg. Hamburg hat 819.000 Einwohner, das ist noch ein Weg dorthin. Denn wenn wir hier auf die Aufgabenliste schauen, dann sehen wir müssen einerseits in 3 Städten Milchprodukte herstellen. Ist jetzt nicht ganz so schlimm, das kriegen wir hin. Aber wir müssen Kolding auch zur Stadt mit den meisten Einwohnern machen.
So, Milchprodukte sollte einfach sein. Da können wir gerne diese Molkerei hier drüben einmal kaufen. Das sollte überhaupt gar kein Problem sein. Dann haben wir die Molkerei hier drüben. Und wird noch irgendwo Milchprodukte hergestellt? Jetzt schon. Ich glaube nicht. Es sind nur die beiden Orte. Okay, das heißt, einen Ort brauchen wir noch mit Milchprodukten. Ja, da würde sich natürlich auch Kopenhagen anbieten. Anstatt Keramik hier reinzuführen. Denn Heimstad ist jetzt schon gewachsen. Wir könnten Heimstad auch jetzt schon zum Keramikort machen. Und dann jetzt schon nach Keuding Keramik bringen. Und Kopenhagen auch Milch. Weil wir ja hier auch in Hamburg mitbekommen haben, dass das gar nicht reicht, mit einer Molkerei zu versorgen. Wir haben hier 5,6 Milchprodukte. Wir können das erweitern auf 8. Und Hamburg braucht jetzt schon 8,2. Und die Städte brauchen ja selbst auch Milchprodukte. Wir könnten auch sagen, Kopenhagen wird auch Milchprodukte herstellen. Weil davon brauchen wir einfach sehr viel. Und jetzt in Heimstad hauen wir doch die Kohlesachen rein. Denn die Route ist ja auch relativ lang. Da können wir durchaus noch ein paar mehr Züge reinhauen, die nicht nur Wolle mitnehmen, sondern dann auch Keramik. Komm, wir machen das. In Heimstad wird jetzt Keramik gebaut. Also, wir bauen hier ein Keramikwerk rein. So, hierhin bitte. Keramikwerk in Heimstad. Wie viel Keramik brauchen wir denn in Keuding? Wir brauchen in Keuding 1,2, dann wahrscheinlich in Aalborg auch ungefähr. Das heißt, wir sollten so 2,4 Keramik herstellen. Gehen wir mal auf 3,2, das ist zukunftssicher. Wir brauchen 1,6 Kohle und 3,2 Ton. Wo gehen wir ran? An welche Routen? An die Kopenhagen-Route oder an die Salzroute? So viel Salz brauchen wir nicht. Wir können ruhig an die Salzroute rangehen. Das ist nicht das größte Problem. Gut, also wir gehen hier schön rein von rechts natürlich. So, 0%. 1% Maximalgeschwindigkeit. Machen wir. Und gehen hier auch einmal in die Parallele rein. Sehr schön. Und bauen dann natürlich hier auch einen Weichenkopf. Den brauchen wir. Die Gleisrichtung stellen wir ein. Sehr schön. Und dann wird hier gleich ein Zug ein bisschen Kohle liefern. Neue Zuglinie, Knutzenrast nach Heimstad. Und das ist Cargo Kohle nach Heimstad. Sehr schön. Das ist eine G&M American, die 11 Tage fährt. Das sollte vollkommen ausreichen. Die Frage ist, ob wir hier genügend Kohle produzieren. Denn wir brauchen Kohle, wie viel? 1,6 hier unten. 3,2 hier oben. Ne, 1,6 unten. Was brauchen wir hier? Auch 1,6. Also insgesamt 3,2. Das heißt, wir müssen das noch upgraden. Auf 3, weil wir hier unten und hier oben nicht in der Vollbelastung sind. Dann sollte das passen. So, also Heimstad wird mit Kohle beliefert. Was wichtiger ist, ist Ton. Da brauchen wir nämlich hier alleine schon 3,2. Und Ton haben wir hier oben, da müssen wir erstmal die Konzession kaufen. Dann kaufen wir kurz den Landbetrieb. Hier Stockholm sogar, super. Der Landbetrieb wird gekauft, wunderbar.
Und dann schließen wir das Ganze an. Also 3,2 muss er mindestens bringen. Und dann schließen wir dich an. So. Jetzt ist die Frage über die Säbe-Route. Oder gehen wir hier auf die Verbindung mit Göteborg? Ich glaube, wir gehen auf Göteborg rauf. Das ein bisschen zu entschlacken. Das bedeutet, wir gehen dann hier rein. Also immer hinter dem Versorgungsturm, damit es dann nämlich hier keinen Stau gibt, keinen unnötigen. Ja, ich glaube, es ist schlauer, wenn wir hier erstmal einen rausziehen. Und es dann ab da verbinden. Okay, dann verbinden wir das ab hier. Sollte funktionieren. Weil wir haben hier schon eine harte Steigung jetzt. Wir haben hier schon eine harte Steigung. Wir machen das so. Wir machen das so. Gucken nochmal auf die Höhenlinien. So, sollte das doch passen, oder? So sollte das doch eigentlich passen. 0% fahren hier schön durch. Haben wir hier hinten einen kleinen Tunnel. Und dafür, dass wir dann bei 0% Steigung bleiben und nicht auf 6% gehen, ist das vollkommen in Ordnung. Dann bauen wir hier auch nochmal ein Parallelgleis raus. Wunderbar, hat sogar geklappt. Das ist die Frage. Dieses Parallelgleis läuft rechts lang. Ja. Das heißt, wir müssen hier hinten nochmal was ändern. Das sollte aber nicht das Problem sein. Bauen das schon mal bis dahin. Und reißen das hier hinten nochmal ab. Damit wir hier nämlich jetzt ins Parallelgleis reingehen können. Also hier gibt es den Anschluss und dann gibt es hier drüben nochmal den Anschluss. Sehr schön. Dann gibt es einen Weichenkopf. Dann bauen wir hier auch ein Wartungsgebäude rein. Damit im besten Fall immer hier gewartet wird und wir drüben nicht die Gleise versperren. Dann stellen wir nochmal die Richtung ein. Dann bauen wir einen Versorgungsturm. Und bauen direkt eine Verbindung. Cargo, Lehm nach Halmstad. Cargo, Lehm nach Halmstad. Und dann wird das eine GNM American 22,5 Tage. A8 Waggons. Jetzt ist die Frage, wird der Rückweg mitberechnet? Ich glaube ja, weil man sieht ja auch hier den Rückweg. 22 Tage, 8 Waggons, das heißt, wir haben 8 durch 3 die Woche, die wir liefern können. Und 8 durch 3 ist weniger als 3,2. Deswegen brauchen wir 2 Züge, die nicht in Volllast laufen werden, aber... dann haben wir auf jeden Fall genügend Ton in Halmstad. Okay, dann haben wir das hier auch gemacht. Und dann können wir die Zuglinien anpassen. Halmstad nach Kolding. Cargo. Cargo Kolding. Cargo Halmstad. Hier, Cargo Halmstad Kolding. Und zwar, meine Lieben, werdet ihr in Halmstad auch Keramik mit besonderer Achtung mitnehmen? Nee. Stoff ist weiterhin priorisiert und dann Salz und Keramik, so wie es passt.
Okay. Und diese Züge möchte ich mir jetzt auch ganz gerne mal anschauen. Also, wie sind sie ausgelastet? Gar nicht so stark wie vermutet. Liegt natürlich auch daran, dass wir in Heimstatt jetzt auch noch den Stoff ausbauen müssen, damit der Stoff dann auch entsprechend nach Keuding geliefert wird. Wir brauchen in Keuding gerade 4,4 Stoff. Und das wird sich noch erweitern, da wir Bekleidung nochmal ausbauen werden, damit wir nicht nur in Keuding Bekleidung haben, sondern auch in den umliegenden Bereichen. Wobei 3,2 wird bereits produziert, wenn ich das sehe. Ja, wir sind halt nur nicht versorgt mit Stoff. Okay, wie viel Stoff brauchen wir in Keuding? 4,4. Jetzt ist die Frage, die Routen, die wir hier haben. Wir hatten hier immer gesagt, dass wir in die anderen keinen Stoff bringen, oder? Doch, wir bringen auch Stoff in die anderen Sachen rein. Auch nach Kopenhagen ist die Frage. Auch nach Kopenhagen, okay. Das heißt, wir schauen uns mal kurz an, was hier an Stoff gebraucht wird in den verschiedenen Orten. Wir brauchen bei Stoff 0,1 in Göteborg, 0,5 in Kopenhagen. Und in Nestwied auch nochmal 0,5. Könnte man ja hier lagern, in der Theorie zumindest. Also, wir bräuchten 1 plus 0,1, sind wir bei 1,1 plus 4,4 hier, da sind wir bei 5,5. Aalborg können wir nicht mehr beliefern damit. Das wird wahrscheinlich nicht klappen. Aber wir bräuchten so 5,5 Stoff. Kriegen wir das erstmal hin? Ja. Bei 6,4 landen wir. Reicht erstmal. Da können wir sogar in Aalborg ein kleines bisschen beliefern mit. Nicht komplett, aber ein bisschen. Brauchen ja hier selbst auch Stoff drin. Okay, wunderbar. Das bedeutet, wir haben heute große, große Sprünge gemacht. Das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, ist Alkohol aus Christiania. Dann haben wir tatsächlich alle Waren in Keuding, die es gibt. Alle Waren hätten wir dann hier. Klar, was hier natürlich noch fehlen wird, ist dann die Optimierung, dass wir auch alle Waren genügend haben. Aber das sieht gerade ganz gut aus. Stoff wird ja jetzt auch steigen wieder. Alkohol kommt bald. Keramik ist bald da. Also das sieht halt wirklich sehr, sehr cool aus. Da sind wir auf einem sehr guten Weg. 90%ige Bedarfsdeckung, 125.000. 80%ige Bedarfsdeckung, 127.000. Das passt schon. Eine Pannenserie. Post Hamburg-Keuding, aber du hast doch eine bearbeitete Route jetzt, oder? Genau, du solltest jetzt gleich warten gehen. Badewitz, Keuding. Ja, ja, du solltest jetzt warten gehen. Das haben wir ja hier behoben. Das war zu viel. Das war zu viel des Guten, aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Sehr schön. Also das sieht wirklich alles richtig gut aus. Wir wollen jetzt noch die letzte Zutat, die wir so beliefern können, und zwar nach Keuding. Die werden wir jetzt noch gleich einrichten, damit wir sagen können, heute in der Folge haben wir wirklich alle Rohstoffe nach Keuding geliefert, beziehungsweise erstmal das eingerichtet, dass es geliefert werden kann. Und dann kann es nämlich in der nächsten Folge oder in den nächsten Folgen so optimiert werden, dass wir Keuding wirklich zur größten Stadt bekommen. Und danach kümmern wir uns um Hamburg, dass Hamburg auf über 1 Million kommt. Ob Hamburg die größte Stadt danach werden muss, ist mir relativ egal, sage ich euch ganz ehrlich. Wichtig ist mir nur, dass wir auf über 1 Million kommen. Wenn hier Keuding 100.000 am Ende mehr hat, ist es egal. Dafür gehen wir jetzt gerade auf die Aufgabe, dass wir Keuding zur Stadt mit den meisten Einwohnern machen. Auch Kopenhagen steigt, Nestwied steigt, das sieht alles richtig gut aus. Wir können uns hier unten nochmal Magdeburg anschauen.
ob das geklappt hat. Hier drüben, Magdeburg, hat geklappt. Sind auf Stufe 2 und es wächst weiterhin. Sehr schön. Also da reicht eine Zutat, damit das hier ein bisschen flotter wird. Mais und Holz fehlt, hätten wir das auch in der Nähe. In der unmittelbaren Nähe. Nein. Nicht unmittelbar. Mais könnten wir hier rüberführen. Das würde gehen. Holz von hier holen. Also wenn wir wollten, könnten wir das machen, aber es ist gerade nicht unsere Baustelle. Unsere Baustelle ist jetzt hier oben Christiania und auch hier können wir es gleich wieder beobachten, wie es auf 40.000 wachsen wird. Mittlerweile, die Milchroute wird jetzt auch bedient werden. Ja, sehr schön. Ist noch im Minusbereich, aber das wird sich bald wieder einpendeln. Das ist sehr schön. Und Christiania wird gleich die 40.000 erreichen. Das wird richtig cool. Und da haben wir ihn erlebt. Den Sprung von Christiania von Oslo. Sehr stark. Wir gehen kurz in die Pause rein und bauen jetzt hier entsprechend die Fabrik rein. Und zwar eine Brennerei. Die Brennerei kommt hier mit hin. Kennt ja meine Vorliebe. Und dann schauen wir mal, wie viel Alkohol wir brauchen. Also Christiania braucht wahrscheinlich noch gar kein Alkohol. Erst ab 60.000 wird... Es wird hier soweit kommen, dass es bei 60.000 ist. Wir schauen mal erstmal, was Aalborg braucht. 1,3. Und Kolding braucht 1,3. Also 2,6 brauchen wir. Aalborg bekommt jetzt Alkohol in die Lagerhalle schon mal. Damit dann auch Kolding beliefert wird. Und wir brauchen jetzt hier eine Produktion von mindestens 2,6. Ja, 3,2. Wunderbar. Wir brauchen 1,6 Zucker und 1,6 Früchte. Und da gucken wir mal rauf, wie viel Zucker wir schon liefern. Wir liefern ja schon Zucker. Das ist ein Zug. Ich denke, das sollte reichen. Ja, muss ein bisschen erweitert werden hier auf 3,2. Denn 1,6 brauchen wir alleine schon für die Brennerei. 2 brauchen wir hier. Und die Zuckerroute wird wahrscheinlich reichen, die wir gerade schon haben, schätze ich mal. Ja, die reicht. Die reicht. 13 Tage. Das bedeutet, 4 wird die Woche geliefert. Das reicht. Dann brauchen wir Früchte. Neue Zuglinie von den Früchten nach Christiania Nord. Und da gibt es noch keine Route, die wir gebaut haben. Da gibt es noch keine Route. Genau, da haben wir hier das hier übrig gelassen. Genau, jetzt erinnere ich mich. Sehr schön. Das heißt, wir bauen... das hier einmal kurz um. Ja, wir bauen das hier einmal kurz um. Dieser Bahnhof wird nicht mehr der Bahnhof sein, der er mal war. Denn es wäre ja ganz schön, wenn wir hier mit den Außenlinien auch wirklich dann hier ankämen. So, hier können wir gerne ins Parallelgleis gehen, ihr Lieben. Was nicht zu gehen scheint. Doch, so sind wir im Parallelgleis. Ja, wir könnten durch den Bahnhof durchfahren, eigentlich. Komm, wir machen das. Wir fahren hier durch den Bahnhof durch. Zack und zack. Parallelgleis. Wunderbar. Bauen hier eine Zweierweiche rein. Bauen hier drüben eine Zweierweiche rein. Also einen weichen Kopf.
Und dann geht's hier drüben nämlich wieder weiter. Auf die rechte Spur hier. Sehr schön. So. 76 Stundenkilometer, 2% Steigung, das ist vollkommen in Ordnung. Bauen wieder einen Weichenkopf hin. Wir bauen hier einen Weichenkopf hin. Und das funktioniert. Und dann gehen wir nämlich hier auch rein ins Parallelgleis. Ich finde, das sieht halt immer ein bisschen schicker aus. Ob das jetzt so sinnvoll ist, ist immer die Frage. Aber es sieht immer ein bisschen schicker aus, wenn die so ein bisschen parallel rausgehen. Und dann verbinden wir das hier drüben. Wir müssen uns nicht ganz übertreiben. Ich glaube, das ist okay. Das ist soweit okay. Und dann gehen wir auch hier hinten rein. Einmal hier hin. Und bauen hier auch einen Weichenkopf. Sehr schön. Wartungsdepot ist hier schon drin, wunderbar. Alles läuft soweit. Dann brauchen wir natürlich wieder neue Versorgungstürme. Die kommen hier hin. Und dann haben wir tatsächlich alles, was wir brauchen. Panne, Wartung benötigt. Sehr schön. Und dann haben wir hier auch alle Schienen belegt. Und ich mag es auch, dass wir jetzt hier bei den Vieren im Parallelgleis sind und bei diesen Vieren im Parallelgleis. Das sieht ganz schick aus, finde ich. Und dann können wir hier nochmal die Richtung festlegen. Und hier hinten auch nochmal. Und dann brauchen wir Früchte. Und zwar hier drüben. Das ist Cargo Obst nach Christiania Nord, müsste das sein. Das ist eine G&M American, die fährt 16 Tage. Das heißt, wir haben auch so ungefähr 4, die wir liefern. Das sollte reichen. Bei Obst bekommen wir aber... mit dem Kühlwagen mehr. Das heißt, wir haben so 3,5, was wir liefern. Wir brauchen 1,2. Das reicht. Jetzt schauen wir uns nochmal an, wie viele Früchte denn hier überhaupt produziert werden und ob das reicht. Wir liefern Früchte nach Aalburg und dann geht es weiter nach Kolding. Das heißt, wir gucken uns kurz an. Früchte werden in Kolding mit 1,4 gebraucht. Hier bei 1,4 sind wir bei 2,8 plus 1,6 sind wir bei 3,8, 4,4. Das reicht genau aus, wie es gerade ist. Wunderbar. Dann haben wir alles getan, was wir tun müssen, um jetzt hier nämlich eine Route einzurichten. Von Cargo Nord nach Aalburg. Und zwar mit Alkohol. Wie viel Alkohol produzieren wir? 3,2, glaube ich. Gucken wir uns gleich an. Cargo CH Nord nach Aalburg. Wunderbar. Und hier wird natürlich priorisiert, also es ist eine Frachtroute, der Alkohol. Und auf der Rückreise gibt es den ganzen Quatsch hier nicht. Und das hier könnte man überlegen, falls es irgendwann gebraucht wird. Das heißt, es ist eine sehr einseitige Route, wo eigentlich nur Alkohol runtergebracht wird. Das heißt, wir werden es auch nur auf Alkohol spezialisieren, indem ich jetzt überlege, wie viel wird geliefert. Also 4 Wochen ist so ein Zug unterwegs, beziehungsweise runden wir mal auf 5 Wochen. 5 Wochen, 35 Tage. Und liefert in diesen 5 Wochen 8 Alkohol.
Das heißt, wir müssen 8 durch 5 rechnen und dafür hole ich mal kurz einen Taschenrechner raus, weil das mache ich nicht im Kopf. 8 durch 5 sind 1,6. Das heißt, wir brauchen 2 Züge auf dieser Strecke, damit wir genügend Alkohol runterbringen können. Das sollte passen. Das heißt, wir setzen hier einen zweiten Zug ein und dann bestätigen wir das Ganze. Und jetzt haben wir tatsächlich alles eingerichtet, komplett alles, damit unser liebes Kolding jegliche Waren und Güter bekommt. Alles, was jetzt hier bei 0% ist, wie Alkohol oder Keramik, ist bereits eingestellt. Dauert jetzt natürlich ein bisschen, bis es ankommt, aber das ist großartig, weil das natürlich auch bedeutet, dass wir hier über den 80% Bedarfsdeckung noch ein Weilchen bleiben, damit wir hier im doppelten Boost sind. Und dann wird Kolding bald die Stadt mit den meisten Einwohnern. Mittlerweile natürlich immer noch im starken Krieg mit Aalborg, aber wir haben ja alles darauf eingerichtet, dass Kolding zuerst drankommt, bei den meisten Sachen zumindest. Und demnach gehe ich mal davon aus, dass Kolding stärker wachsen wird als Aalborg. Ansonsten müssen wir hier halt die Universität wegnehmen oder so. Aber für den Moment sollte das passen. Sehr, sehr cool. Und das ist ein Punkt, den wir in Hamburg noch nicht erreicht hatten. Denn in Hamburg gibt es kein Papier, keine Möbel, kein Salz, Milchprodukte nur manchmal, wenn Schwerin genügend hat. Das ist ein Punkt, den hatten wir in Hamburg noch nicht erreicht. Das finde ich sehr, sehr stark. Weil uns das nämlich jetzt auch zeigen wird, dass wir hier diese Aufgabe erfüllen werden. Das dauert natürlich noch ein bisschen, bis wir hier das Ganze noch versiebenfacht haben. Aber trotzdem sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg hier. Gefällt mir sehr, sehr gut. Haben jetzt ein bisschen länger gemacht, diese heutige Folge, aber ich fand es einfach cool und wichtig, dass wir das einfach mal machen. Und dass wir jetzt hier... Ja, dass wir jetzt hier einfach mal alle Waren einrichten oder eingerichtet haben. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Wir sehen, dass in Kolding gerade ein bisschen wenig Salz ist. Das möchte ich gerne noch einmal gegenchecken, woran das liegt. Also, wir haben hier die Route Heimstadt nach Kolding. Du lieferst Salz. Du lieferst auch Salz, aber wir könnten wahrscheinlich noch einen weiteren Zug einsetzen. So wie ich das sehe, weil die voll beladen sind. Auf dem Rückweg natürlich nicht, aber die sind voll beladen. Klar, weil wir auch die Frachtroute natürlich ausgebaut haben. Mit dem Stoffen und so. Ich verdoppel die Route mal. Weil wir die Stoffe schon stark ausgebaut haben. Jetzt kommt Keramik noch dazu. Salz kommt gar nicht mehr an, richtig. Das sollte behoben werden. Wir haben hier 17 Keramik ausgehend. Das ist ein Problem. Und die Salzmine produziert nur 0,8. Könnte es auch sein, dass wir hier mal upgraden müssen. Wie viel brauchen wir denn in Hamburg? In Kolding? 1,4. Ja, auch da müssen wir upgraden. Also doppelte Schwierigkeit hier. Dann gehen wir auf 1,6. Gibt es hier noch weitere, die Salz haben wollen mittlerweile? Nein. 1,6. Wobei Salz könnten wir auch weiterleiten in der Theorie nach Aalborg. Aber so weit sind wir nicht. Das Lager hier ist voll und wir wollen Aalborg ja sowieso ein bisschen weniger boosten als Kolding. Von daher passt das. Also hier sind wir bei 1,6. Das sollte dann genau reichen. Naja, also wir brauchen hier schon die Züge. Und wenn dann zwei oder ein Zug zu viel fährt, dann fährt halt ein Zug zu viel. Sehr schön. Ich bin richtig happy, wie das gelaufen ist. Es lief richtig, richtig stark heute. Wir haben Kolding zur 6er-Stadt gemacht, auf 140.000 Einwohner geboostet. Alle Güter kommen jetzt so langsam reingeplätschert nach Kolding. Und wir haben gute Aussichten, dass wir hier tatsächlich alle Aufgaben, die wir erfüllen müssen, erfüllen werden. Das ist richtig cool, vor allem weil ich es ja tatsächlich am Anfang auch gar nicht drauf angelegt hatte. Ich wollte es ja eigentlich gar nicht, die Aufgaben angehen. Dann habe ich euch gefragt,
weil es bis dahin ja tatsächlich ganz gut lief. Und dann haben wir uns gemeinschaftlich dafür entschieden, was ich sehr, sehr cool finde. Also vielen Dank für eure Investiertheit in dieses Projekt, für eure lieben Kommentare, für eure Daumen nach oben. Und wenn euch das gefallen hat, dann gebt dem gerne noch einen Daumen nach oben. Hier links seht ihr noch ein paar neue News zu Cities Skylines 2. Das könnte euch sicherlich auch interessieren. Und dann sehen wir uns schon das nächste Mal wieder, wenn Kolding so langsam zur größten Stadt wird. Das wird richtig toll.